müsst herausfinden, welche Plattform passt für meine Dienstleistung, für mein Produkt. Gerade im Online-Marketing oder im Social Media muss man neue Trends einfach immer sofort erkennen, verstehen und natürlich auch nutzen und umsetzen. Ja, mein Geschäftspartner und Learn for Life Initiator Stefan Süß hat mich gebeten, ein Business-Webinar meinen Vortrag im Business-Webinar-Reihe zu halten, und war für mich ganz klar und eine Riesenehre, dass ich heute hier diesen Vortrag halten darf. Mein Ziel ganz klar in den nächsten 60 Minuten: ich möchte ein paar Tipps und Tricks aus meinen Erfahrungswerten, die ich bei uns im Nachtleben gesammelt habe, in unserem Business, euch mitgeben und euch so quasi ein Ideenbuffet aufbereiten, an dem sich jeder von euch gerne bedienen kann und den einen oder anderen Input natürlich umsetzen darf. Wie Matthias schon erwähnt hat, ich komme aus der Gastronomiebranche, und daher werden 90% der Beispiele aus dieser Dienstleistungsbranche natürlich sein. Ich bin aber überzeugt davon, dass fast alle Beispiele auch in alle andere Branchen zu übertragen sind. Und egal, ob du jetzt in der Dienstleistung tätig bist, im Handel oder in sonst einem Gewerbe, kannst du sicher sehr, sehr viele Tipps und Tricks von mir mitnehmen. Ganz kurz noch zu meiner Person, die mich nicht kennen. Ich bin eigentlich seit meiner Kindheit immer mit der Gastronomie verbunden, habe im Laufe der Zeit oder in den letzten Jahren eigentlich vermehrt mich im Marketing mit eingebracht. Kreativität ist vielleicht einer meiner Stärken, und ich bin seit mittlerweile 18 Jahren Gesellschafter in der Nachtleben-Unternehmensgruppe. Für alle, die das nicht kennen, wir betreiben, oder besser gesagt, wir würden gerne wieder aktiv unsere 5 Bar-Restaurant-Konzepte und 4 Diskotheken betreiben. Ich hoffe, dass es demnächst wieder losgeht. Ein bisschen Geduld werden wir wahrscheinlich noch brauchen, aber ich freue mich auf jeden Fall schon wieder drauf. Ja, meine Aufgabe im Nachtleben-Team ist ganz klar die Führung und Leitung unserer Marketingabteilung. Und ich habe da hier ein Riesenprivileg, weil ich absolut geniale Persönlichkeiten rund um mich herum habe in meinem Team. Und nachfolgend seht ihr schon ein kleines Bild von meiner Mannschaft aus der Faschingszeit. Also eine lustige Truppe, die sehr, sehr viele Stärken hat und jeder Einzelne in seinem Bereich ein absoluter Experte ist. Ja, wir sind so quasi die Marketingagentur für unsere Betriebe. Wir haben es mittlerweile auch schon geschafft, dass wir nebenbei auch noch externe Unternehmen betreuen mit unseren Marketingaktivitäten, zu denen in unserem täglichen Business relativ alles zählt, was in einer Marketingagentur vorhanden sein muss, von der Ideenfindung bis hin zur grafischen Aufbereitung. Und natürlich machen wir auch das Eventprogramm für unsere Lokale. Im Online-Marketing haben wir sehr, sehr gute Leute bei uns beschäftigt. Und natürlich auch Foto- und Videomanagement steht bei uns ganz, ganz weit oben mittlerweile. Das werdet ihr später natürlich sehen, dass das in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig ist. Heute gibt es auch eine Premiere. Wir übertragen nämlich heute das erste Mal ein Live-Webinar aus unserem Nachtleben-Videostudio. Vielleicht können meine Experten, der Stefan und der Justin, aus der Regie mal kurz das zeigen. Ich gehe mal schnell aus dem Bild und winke mal. So schaut das bei uns aus. Und ja, drückt uns alle die Daumen, dass das technisch so funktioniert. Aber bei diesen zwei Experten mache ich mir keine Sorgen. Ja, ich habe euch das Team kurz vorgestellt, und im nächsten Videoclip, dem ersten eigentlich heute, möchte ich euch zeigen, was wir eigentlich bei uns im Nachtleben-Marketing machen. In diesem Videoclip ist eigentlich fast alles drinnen, was uns ausmacht, und besonders der Content und die Kreativität stehen hier an erster Stelle. Ich wünsche euch gleich mal viel Spaß beim ersten Videobeitrag. Hallo Jungs! Könnt ihr mir für meinen Learn for Life Vortrag am kommenden Mittwoch einen Videoshot aufbereiten, wo man eure genialen Ideen und die kreative Umsetzung sofort spürt? Vielen Dank! Yo Justin, ich wollte mich kurz melden wegen am Opening After Movie, weil das Closing Video, das du gemacht hast, war ja schon richtig fett.
können wir da beim Opening irgendwas anders machen, irgendwas Neues. Ich hätte aber Ideen, musst du aber nicht alles eins zu eins umsetzen. Ich will mal zeigen, dass wir uns schon lange vorbereitet haben, so Storytelling-mäßig. Die ganzen Aktionen, wie den MPR-Flieger, der überall unterwegs war. Unser Eis, das wir verteilt haben. Und du kannst dir auch 5 Sekunden von unserem Personalcasting zeigen. Und wichtig, unsere Flitzerin, die so provoziert hat, die muss auch noch unbedingt rein. Da habe ich ein cooles Handyvideo, das schicke ich dir nachher. Was dabei super war, ich habe es nur in Hochformat. Vielleicht kannst du es irgendwie auf Querformat machen. Danach würde ich weitergehen zum wirklich Wichtigen, so ein Switch zum Abend selber. Am besten beginnen im Eingangsbereich, wo man die Deko herzeigt und die Künstler und unser Eis, das ist glaube ich auch dort. Und wir sollten auch unbedingt unseren neuen Boden herzeigen. Und irgendwie den Leuten vermitteln, dass er jetzt gut riecht. Vielleicht hast du eine coole Idee. Und, was wir auch unbedingt brauchen, sind unsere DJs so geil inszeniert, so Gravis, Shani, Chris und Green Eyes. Und dann, was auch noch gerne war, so irgendwie so Mädels, so Woo-Girls, weißt du, was ich meine? So, die so Empire schreien, irgendwie so. Wir brauchen ein Interview von irgendwem, der immer im Empire ist und der so sagt, ich freue mich wie Weihnachten und Ostern zusammen. Also ich bin überwältigt und ich kann das wirklich sagen, ich freue mich wie Weihnachten und Ostern gemeinsam. Zusätzlich brauchen wir noch so Mädels mit Musik drunter und die so tanzen und so abgehen und so Leute mit den Händen in der Luft, die voll shaken und Gogos, die sexy sind und cool reinschauen, was den Leuten nicht so gefällt, weißt du. Zum Schluss würde ich nur unser Logo einfügen, aber bitte nicht zu klein. Und es muss das aktuelle sein, das 20-Jahre-Logo. Und ganz dringend nur auf unsere Shuttle-, Bus- und Logenbuchungssysteme verweisen. Und die Leute müssen am Schluss noch irgendwie wissen, so, yo, das war unser Opening, wir haben ab jetzt offen, kommt's bitte zu uns. Irgendwie so. Ich hoffe, du weißt, was ich meine und danke dir, Justin, jetzt schon. Ciao. Ja, das war eine der besten Produktionen unseres Teams in den letzten Jahren. Wir haben damit mit diesem Video sehr, sehr hohe Reichweiten erzielen können. Beim nächsten Punkt, ich habe vor einiger Zeit mal eine Reflexion durchgeführt. Ich habe mich gefragt, wovon ist eigentlich unser Erfolg im Nachtleben in unserem Unternehmen abhängig, beziehungsweise was sind auch für andere Unternehmen ausschlaggebende Faktoren? Und habe ich eigentlich grundlegend festgestellt, du brauchst zuerst mal natürlich ein gutes Produkt und wenn du dann noch auch gute kaufmännische Fähigkeiten mitbringst, ist das schon mal ein guter Schlüssel zum Erfolg. Ich im Nachtleben bin in der guten Position. Ich weiß, dass ich sehr viele Experten auch im Hintergrund habe, die eben meine Schwächen abdecken und ich mich auch sehr auf die verlassen kann. Und in weiterer Folge habe ich aber auch feststellen müssen, dass es wahrscheinlich zwei Faktoren gibt, die dann meistens noch ein bisschen den Turbo zünden und der wichtigste Schlüssel im Unternehmen sind. Auf der einen Seite ist das natürlich der Mitarbeiter, unser Team, die bei uns an den Gästen arbeiten, an der Front arbeiten und eben die Leistung perfektionieren. Und zum Zweiten haben wir dann auch noch ein gutes Marketing, das einfach wichtig ist, dass du dein Produkt, das du verkaufst oder vertreibst, einfach super aufbereitest und sexy machst für den Kunden. Grundsätzlich spricht man im Marketing immer von zwei verschiedenen Möglichkeiten. Auf der einen Seite das Offline-Marketing, alles, was sich im Printbereich bewegt, Flyer, Plakate, Zeitungen oder auch genauso Fernsehen und Radio. Und parallel dazu natürlich auch das Online-Marketing, wo man alles dazu zählt, was sich in der digitalen Welt abspielt. Vom SEO, vom Social-Media-Marketing
bis zu den Websites und wie gesagt alles, was sich in der digitalen Welt abspielt. Wir machen bei uns im Nachtleben eigentlich seit 15 Jahren beide Varianten, sowohl offline als auch online. In der Vergangenheit war es so, dass eigentlich die Gewichtung vom Werbebudget 70% im Offline-Marketing gelegen ist und 30% im Online-Marketing. Wenn man natürlich aber sich das in der heutigen Zeit dann ansieht, hat sich die Gewichtsverlagerung schon sehr, sehr Richtung Online-Marketing entwickelt. Ich würde sagen, die Zahlen haben sich getauscht, 80% Online-Marketing und 20% im Offline-Bereich. Für mich gibt es da einen ganz klaren ausschlaggebenden Faktor und das waren die sozialen Netzwerke, die sich einfach in den letzten 10 Jahren entwickelt haben. Und man kann sich hier die Frage stellen, Social Media Fluch oder Segen? Für mich ganz klar ein absoluter Segen für jeden eigentlich in der Dienstleistungsbranche, denn man hat mittlerweile viel, viel mehr Möglichkeiten, Sichtbarkeit und Reichweite zu erzielen, wie noch vor einigen Jahren. Das einzige Komplizierte, was mittlerweile entstanden ist, es gibt schon so viele Netzwerke und Plattformen und man weiß eigentlich kaum mehr mittlerweile, wo soll ich mich denn eigentlich bewegen? Was passt zu mir? Und das ist auch schon der erste Punkt, den ich euch jetzt mitgeben möchte im Punkt der Social Media. Ihr müsst herausfinden, welche Plattform passt für meine Dienstleistung, für mein Produkt, zu meinem Unternehmen. Wie tickt meine Zielgruppe? Was ist ihr Nutzungsverhalten, wenn ich sehr im Kunden, im Dienstleistungsbereich tätig bin und viel mit meinen Kunden zu tun habe? Dann bin ich natürlich am besten beraten, wenn ich Instagram oder genauso auch Facebook in diesen Netzwerken mich bewege. Bin ich im B2B-Bereich, also bin ich sehr auf Geschäftsbeziehungen aus, dann wäre zum Beispiel LinkedIn für mich sicher eine Möglichkeit, dort meinen Fokus drauf zu legen. Wir arbeiten sehr viel mit jungen Menschen, also unser Hauptklientel liegt in der Regel in den Diskotheken zwischen 16 und 25 und in den Bar-Restaurant-Konzepten zwischen 18 und 50, 55 würde ich mal definieren. Besonders in den Diskotheken müssen wir natürlich immer schauen, dass wir hier genau das Nutzerverhalten unserer Zielgruppe genau beobachten und wir orientieren uns hier immer an Statistiken, wie zum Beispiel beim Jugendmonitor Austria, wo Umfragen getätigt werden, wie verhält sich der Jugendliche in den sozialen Netzwerken, was nutzt er. Und wenn ich schon von einem Jahr, von 2020 auf 2021 switche, kann man erkennen, dass hier das Nutzerverhalten noch ständig anwächst und größer wird. Und besonders im Bereich von einem Netzwerk wie TikTok merkt man, dass sich diese Plattform in den letzten 1,5 Jahren enorm verbessert hat und einen Zuwachs von knapp 14% erzielt hat. Parallel dazu hat zum Beispiel Facebook eher bei den Jugendlichen ein bisschen abgenommen. Mir passiert es mittlerweile schon öfter, wenn ich einen 16-, 17- oder 18-Jährigen frage, wie sein Facebook-Account lautet, bekomme ich meistens sogar zur Antwort, er hat keinen, er ist auf dieser Plattform nicht mehr unterwegs. Also es gibt hier ständig immer eine Veränderung und man muss hier einfach immer wieder aktualisieren, updaten und schauen, bin ich dort noch richtig mit meinen Aktivitäten, bin ich dort noch auf der richtigen Plattform unterwegs. Wie funktionieren diese Netzwerke? Das ist auch einer der entscheidenden Faktoren. Wie kann ich ein gewisses Medium bespielen? 3 Möglichkeiten von meiner Seite her gesehen. Entweder ihr habt in eurem Unternehmen eine hauseigene interne Marketingabteilung, die mit Experten oder guten Mitarbeitern besetzt ist und für euer Unternehmen das aufbereitet. Oder ihr sucht euch Unterstützung von einer externen Werbeagentur, die eben Social Media Marketing oder Online Marketing für euch betreibt. Ihr könnt euch natürlich auch bei uns im Nachtleben melden. Wir stehen auch immer mit Rat und Tat zur Seite und wenn jemand Unterstützung braucht, bitte einfach auch gerne zu uns kommen. Wir helfen euch auch weiter. Wenn ihr natürlich nicht die Möglichkeit habt oder auch die finanziellen Mittel, eine Werbeagentur zu beauftragen, dann kann ich euch eigentlich nur die Empfehlung geben, nutzt die digitalen Möglichkeiten, um euch selber diese Fähigkeiten anzueignen. In Zeiten von diesen ist es ja mittlerweile
kaum mehr ein Problem. Man findet auf YouTube sehr, sehr viele Videos, Tutorials, wo man sich diese Fähigkeiten aneignen können. Meine Empfehlung, wenn es um Social Media oder Brand Marketing geht, ist Torben Platzer zum Beispiel eines meiner Vorbilder, der immer sehr, sehr viele coole Inputs liefert, enorm viele Videos auf YouTube hochgeladen hat, die man sich dann kostenlos ansehen kann. Ihr könnt auch gerne auf seinem Instagram-Kanal vorbeischauen. Dort gibt er immer wieder super Tipps und Tricks weiter für euch, die ihr dann auch für euer Marketing einsetzen könnt. Wie zum Beispiel hier habe ich ein Beispiel rausgenommen, ist noch gar nicht so lange her. Da hat es die neuen Sticker gegeben und das hat er in dieser Form reingestellt. Komplette Brand, ja, Link ist oben in der Bio. Ansonsten ganz kurzer Hack, und zwar benutzt unbedingt die neuen Sticker. Warum? Es ist wie damals beim Home-Sticker, vielleicht erinnert ihr euch, ja, wir bleiben zu Hause. Das war am Anfang eine eigene Story. So ist es auch mit diesen Stickern. Das heißt, wenn ihr sie benutzt, eine eigene Story, und ihr könnt davon ausgehen, dass ihr ungefähr 50-100% mehr Story-Views habt. Ja, mein Tipp für alle Unternehmer und Chefs, Social Media ist Chefsache. Das heißt, die meisten verlassen sich auf die eigene, auf die eigenen Mitarbeiter, dass Social Media oder Online-Marketing genutzt wird. Ich sage aber immer, jeder Unternehmer ist so meistens eine so eine große Persönlichkeit und hat enorme Reichweiten, weil er für viele als Vorbild oder sogar als Mentor gilt. Ja? Das heißt, es muss jeder Unternehmer sich mit diesem Thema beschäftigen und auseinandersetzen und seine eigene Reichweite ausnutzen. Das wäre ungefähr das Gleiche, wenn ich merken würde, dass mein Geschäftspartner, der Stefan Süß zum Beispiel, der sehr einen hohen Bekanntheitsgrad hat und auch viele Follower auf seinen Accounts hat, unsere Marketingaktivitäten nicht nutzen würde. Müsste wahrscheinlich zu ihm hingehen, müsste sagen, du Stefan, ich muss dir jetzt mal über die Ohren nehmen, du musst einfach ein bisschen aktiver werden und deine Reichweite und deine Strahlkraft ausnutzen, denn seine Botschaften haben dann meistens auch sehr, sehr viel Gewicht, wenn er viele Follower hat. Gut, beim nächsten möchte ich ganz kurz schnell auf meine Big Three eingehen. Ich sage, die Big Three sind, glaube ich, für 90% der Unternehmen die wichtigsten Plattformen, speziell im Dienstleistungsbereich, Facebook, TikTok und auch Instagram. Möchte gleich mit dem Klassiker beginnen, mit dem größten und wahrscheinlich auch mit dem ältesten Medium, das in den sozialen Netzwerken genutzt wird. Dort bewegt sich eigentlich fast jeder im Alter zwischen 16 und bis 70 Jahren. Facebook hat sich in den letzten Jahren sehr Richtung Infokanal entwickelt. Für mich so nach dem Motto, Facebook ist die Social-Media-Zeitung, wo viele Neuigkeiten drinnen sind, wo du deine neuesten Aktivitäten, deine News reingibst. Sehr, sehr wichtig, die meisten Kunden informieren sich mittlerweile über dich, entweder auf der Webseite oder nutzen eben deinen Facebook-Channel, um deinen Kontakt kennenzulernen oder Informationen über dich herauszufinden. Das heißt, bitte immer aktuell halten, schauen, dass ihr dort diesen Kanal immer auf dem neuesten Stand haltet. Ich habe euch ein Beispiel aus unserer Facebook-Aktivität mitgenommen. Es ist ja bald wieder soweit, den 1. April haben wir vor, glaube ich, ein, zwei Jahren genutzt, um ein geniales Posting aufzubereiten. Zufälligerweise gab es an diesem Tag bei uns, haben wir ein Gerüst aufgestellt gehabt rund ums Lokal und wir haben diese Möglichkeit genutzt, per Photoshop dann noch zwei Kräne gleich hineinzuzaubern und sind mit der Message nach außen gegangen, wir bauen für euch um, wir bauen noch ein Stockwerk drauf, wir wollen die größte Diskothek Österreichs werden und sind mit diesem Beitrag online gegangen. Also eine unfassbare Reichweite, die wir hier damit erzielen konnten. Über 1500 Kommentare, 1500 Kommentare, über 1300 Likes, 103 Mal geteilt und eine enorme Reichweite, die wir hier jenseits der 100.000er Marke erzielen konnten. Ein cooler Nebeneffekt ist auch noch passiert. Die Presse hat sich natürlich auch sofort auf diesen Beitrag gemeldet und wollte Exklusivstory über diesen Umbau machen. Und auch die Banken haben uns kontaktiert und haben gemeint, dürfen wir euch für euch das neue Projekt finanzieren. Als wir das dann aufgelöst haben, dass es der 1. April war, war dann natürlich das Erwachen auch sehr, sehr lustig.
Gut, die nächste Plattform ist für mich einer der Aufsteiger und Newcomer in den letzten Jahren. Besonders im letzten Jahr hat sich diese Plattform, diese Videoplattform sehr, sehr gut entwickelt und ist zum absoluten Trend geworden. Wenn du mit der jungen Zielgruppe zu tun hast, dann musst du einfach dich mit TikTok mittlerweile beschäftigen, denn das Ganze wird in nächster Zeit noch viel, viel intensiver werden. Der große Vorteil von TikTok ist, dass es aktuell eine hohe Reichweite zu erzielen gibt und das Ganze noch dazu mit kostenlos sehr, sehr günstig und einfach abläuft. TikTok ist aber auf der anderen Seite immer irgendwo ein bisschen eine Wundertüte, denn wenn du Videos produzierst und hochlädst, kannst du es meist nicht genau wissen, warum ein Beitrag funktioniert oder warum er vielleicht keine Reichweiten erzielt. Also das ist immer sehr, sehr spannend. Ich habe euch hier zwei Beispiele aus unserer TikTok-Abteilung mitgebracht. Möchte mich hier da gleich auch beim Lukas Kramler bedanken, der hier immer sehr, sehr kreativ ist und auch in der Umsetzung top ist. Der Lukas ist unser Betriebsleiter vom Empire St. Martin und hat, was Content und Videos anbelangt, eigentlich immer sehr, sehr coole Ideen. Schaut beim ersten Video vielleicht ganz kurz auf das A, das wird nämlich der ausschlaggebende Punkt sein. Der Lukas hat hier unseren Schriftzug aufgeklebt und wir haben uns dann schon gewundert, warum dieses Video, das eigentlich relativ einfach war, so gewaltig durch die Decke gegangen ist. Ja, wir haben mittlerweile 1,5 Millionen Views auf dieses TikTok-Video und in den Kommentaren haben wir dann relativ rasch auch erkannt, warum das so gut performt hat. Das A vom Nachtleben sieht aus wie das A von Amazon und das war dann der ausschlaggebende Punkt, warum es weltweit so eine große Reichweite erzielt hat. Beim zweiten auch ein relativ einfach gemachtes Video von der Umsetzung und hat auch sehr, sehr hohe Reichweiten erzielt. Ich lasse das mal in Ruhe auf euch wirken. Das ist unser Königreich. Alles, was das Licht berührt. Wow! Dann gehört mir das alles? Ja, alles. Alles, was das Licht berührt. Und was ist mit dem schattigen Land dort drüben? Das liegt jenseits unserer Grenze. Du darfst nie dorthin ziehen. Jo, dann möchte ich gleich weitergehen eben von dem jungen, trendigen TikTok-sozialen Netzwerk zum Klassiker schlechthin oder beziehungsweise zur absoluten Nummer 1 für mich persönlich. Wenn ihr mit einer Zielgruppe 16 bis 40 zu tun habt, dann ist es einfach eine Pflicht, auf Instagram tätig zu sein, dieses Netzwerk zu nutzen. Für mich persönlich die Visitenkarte des Unternehmens. Es wird sehr viel Wert gelegt auf emotionale Bilder, dass du deinen Feed extrem gut aufbereitest. Du nutzt Instagram natürlich auch für Live-Content aus deinem Unternehmen raus. Storytelling steht hier an oberster Stelle. Und nicht zu unterschätzen auch die Funktion der Reels, die ja seit August letzten Jahres neu bei Instagram dabei ist. Denn mit Reels, das sind auch kurze 15 bis 30 Sekunden lange Videos, die du mit Musik relativ einfach hinterlegen kannst und auch mit Spezialeffekten noch bearbeiten kannst, erzielst du in der heutigen Zeit noch gute organische Reichweite, wenn du Follower hinzubekommen möchtest. Bitte achtet euch bei euch auf dem Instagram-Kanal drauf, dass ihr sehr gut aufbereitet, ihr braucht ein cooles Profilbild, die Bio bitte super beschreiben und dann auch im Feed einen roten Faden finden, eine Strategie auswählen, wie ihr euren Kanal bespielen wollt. Ich habe ja ein Beispiel angebracht von unserem externen Kunden, den wir betreuen. Ich weiß, dass der Martin heute auch zuschaut. So sieht sein Feed aus mit stylischen Bildern, die er in seinem Architekturbüro kreiert hat und Projekte geschaffen hat. Die haben wir jetzt reingestellt bei ihm und haben uns so diesen Feed aufgebaut. Pflicht für alle, die Instagram nutzen. Regelmäßiges Posten ist absolute Pflicht. Es nutzt nichts, dass ihr einen Kanal habt und ihr bespielt ihn nur alle 3-4 Wochen. Das ist einfach zu wenig. Wöchentlich Minimum einmal einen Post in euren Feed reinzugeben, das ist das Um und Auf. Wie bei allen sozialen Netzwerken ist der Inhalt, der Content einfach das Wichtigste. Ihr kennt sicher den Slogan, Content is King. Wenn ihr guten Inhalt liefert, dann performt euer Beitrag meistens top
und wenn er nicht so gut ist oder eher schlecht ist, dann artet das natürlich zum Flop aus und ihr werdet hier sicher nicht gut sichtbar bzw. erzielt schlechte Reichweiten. Beim Content ist natürlich Kreativität angesagt, das heißt, man muss sich immer neu erfinden, kreativen Input liefern. Vor allem auch bewegte Bilder sind sehr, sehr wichtig auf Instagram. Mit bewegten Bildern erzielt man höhere Reichweiten mittlerweile als mit normalen Bildern. Und was auch immer sehr, sehr wichtig und gut ist, ihr sollt einfach auch auf den sozialen Netzwerken versuchen, einen Mehrwert für euren Kunden, für eure Community zu liefern. Das ist auch in der heutigen Zeit ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ich habe mal dieses Wort gehört, der Inhalt muss FUBI sein. Was könnte das bedeuten? FUBI sind vier Buchstaben, die eben stehen auf der einen Seite F für funny, also wenn der Beitrag lustig ist, unique, wenn er einzigartig ist. Er kann schön sein oder er soll schön sein und er kann auch inspirierend sein. Wenn eines dieser Merkmale bei euch oder bei euren Beiträgen zutrifft, dann könnt ihr euch sicher sein, dass eure Postings oder eure Social-Media-Beiträge super performen. Ich habe hier noch ein paar Beispiele gleich mitgebracht von Instagram-Postings oder sozialen Netzwerkbeiträgen. Und zwar beim linken Bild haben wir den US-Senator Bernie Sanders gleich aufgegriffen. Der hat ja ziemlich für einen viralen Hype gesorgt, als er bei der Amtseinführung von Joe Biden sehr teilnahmslos gesessen ist und mit seinen höchst stylischen Handschuhen hier für Viralität gesorgt hat. Die Leute haben das sehr, sehr lustig gefunden und daraus ist dann Folgendes entstanden, dass die Leute ihm per Photoshop in alle möglichen Bilder reingesetzt haben. Der Nebeneffekt sogar bei Bernie Sanders ist entstanden, er hat in seinem Team dann das auch gleich so aufgegriffen, es wurden T-Shirts produziert. Und er hat hier auch mit dieser Aktion sehr, sehr hohen Umsatz erzielen können, den er mittlerweile für einen wohltätigen Zweck gespendet hat. Ich glaube, da handelt es sich um eine Summe von knapp 1,8 Millionen, die dadurch entstanden sind. Beim mittleren Post ist vom Hofer entstanden während dem ersten Lockdown. Und ich habe dieses Bild einfach genommen, weil es sehr, sehr empathisch wirkt. Ja. Hofer, das Unternehmen Hofer hat sich bei ihren Mitarbeitern bedankt, dass sie in dieser schwierigen Zeit und beim ersten Lockdown war es ja vieles neu, also haben die Mitarbeiter richtig gut fürs Unternehmen gearbeitet. Hofer hat sich bedankt dafür und parallel haben sie auch ihren Mitbewerber gedankt, dass sie auch perfekte Arbeit geleistet haben. Wenn man sich den Dankeschriftzug ansieht, dann merkt man gleich, welche Unternehmen hier Hofer gemeint hat. Also ein sehr empathischer Beitrag. Ich habe mir dann deren Beiträge angesehen. Grundsätzlich hatten sie Likes in der Zahl von ca. 600 bis 900 und mit diesem Post konnten sie 8000 Likes generieren. Also eine unfassbare Reichweite mit einer sehr, sehr simplen, einfachen, aber empathischen Art und Weise. Und beim rechten Bild möchte ich noch dieses Posting vorstellen. Ein Bekannter von mir arbeitet in einem Sportgeschäft. Ich glaube, dass er sogar heute auch zuschaut. Und er ist nicht nur ein super Verkäufer und Typ, er macht auch sehr, sehr coole Videos und hat für sein Unternehmen Fitness-Tipps aufbereitet und dem Unternehmen das kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich habe mir dann jede Woche sogar seinen Fitness-Tipp auf Facebook, also auf der Facebook-Seite von dem Sportgeschäft angesehen. Nach ungefähr 7, 8 Beiträgen oder Wochen ist dann plötzlich nichts mehr gekommen. Ich habe ihn dann gefragt, habe gesagt, Günther, warum stellst du keine Videos mehr rein? Er hat mir zur Antwort gegeben, ja, das haben wir aufgehört. Ich glaube, der Chef war vielleicht nicht so begeistert und darum läuft das nämlich nicht. Ich sage, du, das war extrem gut, was du da gemacht hast. Und ich möchte jetzt dem Chef nicht in seine Strategie eingreifen. Er wird schon einen Grund gehabt haben, warum er diese Art und Weise eingestellt hat. Ich sehe es aber ganz anders. Also der Mitarbeiter hat dem Chef eine absolute Win-Situation geliefert, weil er ihm kostenlose Beiträge für sein Unternehmen aufbereitet hat. Und das Unternehmen hat dem Kunden einen Mehrwert geliefert, weil er nicht nur seine Produkte online gestellt hat, sondern auch
Fitness-Tipps, was ja grundsätzlich auch zu einem Sportgeschäft passt, dazu geliefert hat. Also Günther, wenn du das siehst, gib deinem Chef nochmal einen Ruck. Er soll diese Beiträge wieder aufnehmen. Das machst du extrem gut. Und wenn ich vergleiche mit den anderen Beiträgen auf der Seite, haben diese Videos viel, viel mehr Reichweite und Aufrufe generiert als die meisten anderen Beiträge, die eben auf der Sportseite waren. Gut, ja, jetzt möchte ich euch noch kurz etwas mitgeben. Und zwar, ich habe bei mir im Team einen absoluten Social-Media-Profi, der sehr, sehr gut ist auf den sozialen Netzwerken. Und er hat uns auch einen Beitrag mitgebracht, wo ich ihn gebeten habe, er soll bitte seine Expertise doch selber präsentieren. Und ja, ich glaube, da ist er schon. Dominik, kannst du mich schon hören? Hallo Andi. Ja, ich höre dich ganz gut. Super, perfekt. Du Dominik, danke, dass du dir Zeit genommen hast und ich möchte jetzt bitte gleich das Wort dir übergeben. Du kannst dir ganz kurz selber gleich vorstellen, damit ich die Leute kennenlernen. Bitte sehr. Yo, hello, hello, lieber Andi, servus, hallo. Du, danke für deine Anmoderation, ich habe mich extrem gefreut jetzt schon und vielen, vielen Dank für die Chance. Der Andi hat mich gefragt, ob ich vielleicht auch einen Beitrag da bringen möchte und ich habe mich sehr geehrt gefühlt und habe natürlich jetzt ein cooles Beispiel von mir mitgebracht, was wir sich gemeinsam anschauen. Und ja, wer mich nicht kennt, die meisten kennen mich ja, ich bin der Dominik Süß. Ich komme aus Oberkappel, das ist ein kleiner Ort. Wir haben aber da ein super großes Wirtshaus, den Gasthof Süß. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich bin ein echter Wirtsbub und bin in der Gastronomie eben aufgewachsen. Ja. Mein Job ist eben jetzt auch in der Gastronomie. Ich koche leidenschaftlich gerne, bin im Service, Wein, alles rund um das ist eigentlich wirklich meine Leidenschaft. Und natürlich auch alles, was mit Social Media und Marketing zu tun hat. Ja. Einfach die Ideen, anders zu denken, kreativ zu sein, das ist immer was mir extrem Spaß macht. Und darum eben der Kontakt zum Andi und wir arbeiten da echt immer extrem gut und viel zusammen. Ja, ich möchte aber jetzt gar nicht lange um den heißen Brei herumreden und würde sagen, wir starten gleich los in meinem Beispiel. Die Folie ist da, ihr seht es jetzt, es sind zwei Beiträge von mir, die ich mitgebracht habe. Ja. Wir haben auf der einen Seite haben wir den Beitrag vom Leo Hillinger, wo ich, das bin links ich mit dem schwarzen Kostüm, wie ihr seht, der schwarze Anzug. Da bin ich im Weinkeller, ich war im Sommer auf dem Weingut, Leo Hillinger, habe da extrem viel lernen dürfen über Wein und das war sozusagen mein Abschlussposting einfach dazu, wo ich mich bedankt habe nochmal. Und auf der rechten Seite eben ein Rezept von mir, wie gesagt, ich bin ein Koch, ein leidenschaftlicher und ich stelle immer wieder super Rezeptvideos, Kochtipps und Tricks und Rezepte online als Mehrwert für die Leute. Und ja, was glaubt ihr jetzt, die Frage, welches Video performt am besten? Schreibt es in die Kommentare, 1 für das linke, 2 für das rechte, die Pasta, welches besser performt. Ihr habt schon ein bisschen die Antworten geschrieben und ja, genau, also die zwei Postings haben wir jetzt hier und ich würde sagen, wir machen gleich jetzt weiter an dieser Stelle zur Auflösung, dass ich da gar nicht lange auf die Folter spanne. Ihr könnt es ja sehen jetzt, das sind die Insights, ja, die Insights von Instagram. Es gibt auf Instagram zwei Konten. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, es gibt ein privates Konto, was die meisten nutzen und dann gibt es auch ein Business-Konto, das ist auch komplett gratis. Nur dadurch kannst du wirklich in alle Insights, in die Statistiken einsehen und das sind eben hier die, die wir hier haben, unter anderem. Und die präsentiere ich jetzt. Also im linken Bild haben wir 830 Likes auf dem Hillinger Bild mit mir, 21 Kommentare und wirklich 6 Saves. Die Speicherungen sind das, wie oft das Bild gespeichert worden ist. Und das, was grau hinterlegt ist, das ist, wie oft das Bild geteilt worden ist in der Story oder einem anderen Freund weitergeschickt worden ist. Leider ist es aktuell nicht in Europa zu sehen wegen dem Datenschutz. Hoffentlich kommt es bald wieder, keine Ahnung. Genau, und beim anderen Post bei der Avocado, bei den Avocado-Pasta, da habe ich 730 Likes, also eigentlich um 100 Likes weniger und 49 Kommentare, doppelt so viel und wirklich 145 Saves, die Speicherungen. Und was will ich jetzt damit sagen? Like ist extrem wichtig, aber Speicherungen ist das Super-Like. Ihr könnt es jetzt sehen, das ist eingekreist, das Symbol, das sind die Speicherungen.
macht's das. Ja? Also das ist wirklich, Like ist wichtig, aber Speichern ist das neue Super-Like. Das möchte ich mitgeben. Was sagt uns das jetzt? Wenn wir jetzt weiterschauen bei den Statistiken, können wir sehen, bei dem linken Posting vom Hillinger, da haben wir einfach 5.300 Personen Reach. Das heißt Reichweite, 5.300 Personen erreicht, was wirklich eine coole Sache ist. Ihr müsst wissen, ich habe 4.500 Follower circa aktuell, ist nicht so schlecht, bald werden es nur mehr, wenn ihr alle vorbeischaut. Und das heißt, ich wirklich da mehr Personen erreicht, als was mir folgen. Auf der anderen Seite die Avocado-Pasta, da habe ich 9.800 Personen erreicht. Also fast das Doppelte an Personen erreicht. Und warum ist es so? Eben wegen den Speicherungen, wegen den Saves. Ihr seht, 145 Mal gespeichert, ist eigentlich unglaublich. Warum haben die das gespeichert? Die Leute wollen das später nochmal ansehen zum Nachkochen, wollen das ihren Freunden zeigen und so weiter. Und genau das signalisiert Instagram, okay, das ist so interessant für jemanden, der will das später nochmal sehen. Und dadurch sagt Instagram, okay, ich zeige das jetzt noch mehr Leuten und noch einer Person, weil das so interessant scheinbar ist für die Leute. Genau, okay, coole Erkenntnis von meiner Seite jetzt, aber was bringt es dir persönlich, wie können wir das umsetzen bei euch? Da habe ich auch wieder zwei Sachen für euch, die wo ich euch mitgeben möchte. Eben die erste Sache, liefert Mehrwert für eure Follower. Der Andi hat das vorher schon extrem gut gesagt, ganz wichtig, liefert den Mehrwert, gebt ihnen einen Grund, dass sie euch folgen sollen. Das Bild mit den Gummistiefeln, super sympathisch, hat viele Likes eben deshalb auch bekommen, weil es bodenständig ist, weil man mich sieht, mit einem Lächeln. Das ist was Authentisches, man sieht, wer steckt hinter dem Account. Aber bei der Pasta, da habe ich wirklich Mehrwert geliefert. Ja. Die Stiefel oder das Foto im Stiefel, das bringt niemandem was, aber die Avocado-Pasta, da kann ich selbst was Neues kochen und ausprobieren. Und das ist wirklich was, was Mehrwert liefert. Darum speichere ich es ab, schicke es einem Freund weiter und darum die doppelt so große Reichweite. Also Nummer 1, gebt Mehrwert, gebt den Leuten was zurück, gebt ihnen einen Grund, dass sie euch folgen, ganz, ganz wichtig. Und das Zweite, was ich euch sagen möchte, noch viel einfacher zum Umsetzen, fangt an, das Superlike zu benutzen. Speichert die Dinge ab. Ja. Ich kann euch das nur raten, einmal im Umfeld, also wenn ihr Freunde, andere Influencer, wenn ihr Firmen habt, eure eigene Firma, andere Firmen, speichert das ab, helft denen dabei, gebt was, dann bekommt was zurück, das ist immer so im Leben und darum würde ich das auch da empfehlen natürlich. Und auch wenn ihr zum Beispiel jetzt in einer Gruppe seid, also wenn ihr gerade mit einem Freund darüber redet, sagt, hey, zeigt ihr vielleicht das Beispiel von mir, schau so und so, da deutet es das auf und sagt, hey, bitte speichere du meine Beiträge ab, dafür speichere ich deine ab. Und helft euch gegenseitig miteinander, kann man nur stark sein, das gilt im echten Leben und auf Social Media. Und das möchte ich euch da mitgeben. Zum Beispiel kann man dann auch Ordner erstellen beim Abspeichern. Und wie zum Beispiel kannst du Rezepteordner machen oder ich habe einen Support-Ordner. Wenn Andi ein Foto postet oder Learn for Life, dann sage ich, okay, das speichere ich ab. Ich tue denen was Gutes, gib sie mir einen Support-Ordner und Instagram sagt, okay, das ist cool und hilft uns weiter. Ja, das war es eigentlich schon wieder von mir. Das war es soweit. Wenn euch das geholfen hat, freut es mich. Vielleicht schaut ihr mal vorbei bei mir auf der Seite. Bei sweet.dominik ist mein Instagram oder beim Gast of Süß. Und wir haben immer kreative Sachen für euch. Gebt uns ein super Like. Aber noch wichtiger, schaut beim Andi vorbei, beim Leitner Andreas, beim Learn for Life und beim Nachtleben Marketing. Die haben immer so super Content und da könnt ihr euch wirklich inspirieren lassen. Speichert die Sachen ab, gebt super Likes. Und ja, das, was ich jetzt gesagt habe, da war eigentlich nur ein Bruchteil eben vom Social Media und vom Marketing. Und der Andi wird euch jetzt nochmal die große ganze Welt erklären und wirklich da geile Beispiele dafür geben. Und darum würde ich sagen, geben wir dem Andi jetzt ein super Like. Und Andi, vielen Dank, dass ich hier die Bühne nutzen können habe. Und man sieht sich bald, zumindest auf Social Media, solange die Krise ist. Und ja, danke, alles Liebe und bis bald. Ciao. Dominik, vielen herzlichen Dank für deinen Expertenbeitrag, den du ja als Experte jetzt geliefert hast. Also sehr, sehr cool und vielen Dank auch für deine Inputs, die uns du immer bei uns im Nachtleben auch lieferst und einbringst. Ja, ich kann euch allen nur empfehlen,
Liked bitte auch den Account von Dominik, folgt ihm auf seinen Social Medias. Bei ihm kann man sich immer was abschauen. Also er hat extrem kreativen Input und folgt ihm auf Instagram und auch auf TikTok. Da macht ihr nie was falsch und ihr habt sicher immer einen coolen Ideenansatz, den man dann bei euch, den ihr dann auch wieder für euch verwerten könnt. Ja, jetzt haben wir ja schon gehört, welche Trends das es gibt und da möchte ich vielleicht dazu sagen, gerade im Online-Marketing oder im Social Media muss man neue Trends einfach immer sofort erkennen, verstehen und natürlich auch nutzen und umsetzen. Und ich habe euch jetzt noch ein Beispiel gleich mitgebracht. Vor knapp, also im April letzten Jahres, haben wir von einem bekannten Diskothekenbetreiber in Deutschland, von den Jungs vom Index, mit denen wir sehr, sehr gut befreundet sind, die haben die erste Autodisco Deutschlands durchgeführt und wir haben die Idee so cool gefunden, dass wir gesagt haben, wow, lässig, das müssen wir sofort bei uns im Marketing aufgreifen und in unseren Entertainment mit integrieren. Und gemeinsam mit unserer Eventabteilung, wo wir mit den Jungs vom Wanderzirkus zusammenarbeiten, die sind auch sehr, sehr kreativ und in der Umsetzung top, haben wir dann das Thema der ersten Autodisco in Österreich umgesetzt und da möchte ich auch euch einen ganz kurzen Beitrag geben zu diesem Spektakel, denn es war meiner Meinung nach rein sicher einer der wertvollsten, wenn nicht besten Beiträge, den wir in der gesamten Empire-Geschichte produziert haben. Wir haben durch dieses Spektakel, durch diese Einzigartigkeit, die wir da im Mai durchgeführt haben, eine unfassbare Reichweite erzielen können. Sämtliche Medien, ich glaube 6 oder 7 verschiedene Fernsehstationen haben von dieser Autodisco berichtet und auch in allen regionalen und überregionalen Printmedien waren wir dadurch vertreten. Eine wichtige Sache haben wir auch in dieser Phase gelernt und zwar das Livestreaming haben wir das erste Mal eigentlich richtig professionell durchgeführt und da möchte ich mich auch ganz speziell jetzt bei unseren Partnern bedanken, bei unseren Kooperationspartnern, wie zum Beispiel Krone Hit oder LT1, die wir auch im Zuge dessen nutzen konnten. Und das möchte ich jetzt auch allen Unternehmern weitergeben. Wenn ihr die Möglichkeit habt und starke Partner habt, bitte arbeitet immer zusammen mit denen, versucht auch euch gegenseitig zu unterstützen. Wir haben über die Kanäle von Krone Hit und auch von LT1 unser Streaming ausspielen können und mit der Autodisco haben wir einen sagenhaften Wert erreicht, der weit über 500.000 erreichten Personen gelegen ist. Also wenn man sich vorstellt, dass eine halbe Million haben sich diesen Livestream angesehen, ist das eine unfassbare Zahl und ein enormer Werbewert, den wir hier generieren konnten. Wirtschaftlich gesehen war es nicht so der Erfolg, aber man muss nicht immer Riesengeld verdienen. In diesem Fall ist es einfach darum gegangen, die Marke präsent zu halten und zu steigern. Und das ist uns in diesem Fall extrem gelungen und war ein richtig, richtig tolles Projekt. Ich werde oft gefragt, wie bekomme ich oder wo bekomme ich coolen Content her? Ich bin vielleicht nicht so kreativ. Wo kann ich mir irgendwelche Tipps holen oder wo finde ich coole Ideen, die ich dann bei mir auf meinen sozialen Netzwerken umsetzen kann. Bei uns im Unternehmen, in unserer Abteilung, ist das relativ einfach. Wir haben WhatsApp-Gruppen. Wenn jemand aus unserem Team einen coolen Beitrag irgendwo sieht, gibt es einen Screenshot, stellt ihn dann rein. Wir haben auch eine eigene Fotomediathek, wo wir unsere Ideen drinnen sammeln und aus diesem Ideenpool entstehen dann wieder neue Dinge, die wir umsetzen können. Ihr seht also auch, wir kreieren nicht immer Neues, sondern wir versuchen gute Ideen natürlich auch zu kopieren. Wir verändern sie natürlich in der Aufbereitung, damit es nicht gleich aussieht wie der Beitrag oder der Post oder die Idee, die wir eben gefunden haben. Ihr könnt auch zum Beispiel gerne Pinterest nutzen, gebt ein Marketing-Ideen und dann habt ihr eine riesen Anzahl an Möglichkeiten, wo ihr immer frische und coole Ideen findet für eure Portale. Bei uns in den Clubs ist es meistens so, dass wir den Sommer über Sommerpause machen und dann im Herbst wieder unser Geschäft neu aktivieren.
Wir müssen da immer sehr, sehr kreativ sein und das machen wir dann immer in Form von Kampagnen, wo wir richtig 3-4 Wochen lang Gas geben. Und die Kampagnen, da legen wir immer besonderen Wert drauf, dass wir hier coole Ideen umsetzen und auch aufbereiten. Und da bediene ich mich zum Beispiel auch oft sehr, sehr gerne bei Dr. Google. Man gibt nur ein, geniale Marketing-Ideen und du hast auf einen Blick extrem viele coole Möglichkeiten oder Links, die du bekommst, wo du dir viele Ideen oder Vorschläge raussuchen kannst. Also es wird dir jetzt auch hier nicht unbedingt gleich ein fixfertiges Konzept geliefert, aber zumindest ein Ansatzpunkt. Wenn man dann das Puzzle aufbaut, können da gewisse Teile dabei sein, die man dann nutzen kann. Ich möchte euch ein Beispiel zeigen, und zwar, mir ist das gleich ins Auge gestochen. Der Herold hat einen Schönheitschirurgen gesucht und natürlich auch das passende Bild dazu benutzt, warum er einen Schönheitschirurgen braucht. Und dadurch, dass wir bei uns in der Sommerzeit, dass unsere Kunden eigentlich eher chillen am Badesee oder die jungen Leute eher den Sommer genießen, man redet so quasi ja, von Abhängen, von Rumhängen, haben wir quasi dieses Thema aufgenommen. Und im Endeffekt hat unsere Kampagne dann so ausgesehen mit dem Titel Schluss mit Rumhängen, das passende Bild dazu vom Herold-Beitrag, und mit dem Motto Empire tanzt wieder haben wir dann im September dann wieder neu eröffnet. Ein weiteres cooles Beispiel, oft gibt es irgendwelche Themen, die sind sehr, sehr negativ, und bei uns in den Clubs kann es oft passieren, dass zum Beispiel der Teppich ein sehr, sehr negatives Erlebnis ist. In Lounge-Bereichen haben wir Teppiche drinnen liegen und natürlich gerade solche Bereiche werden auf Dauer dann klebrig, sind total schwer zu pflegen und sind auch sehr, sehr geruchsempfindlich. Und wir haben dieses negative Thema dieses Teppichs in einer Story eigentlich so dargestellt, dass es lustig wirkt und eigentlich dann eine lustige Geschichte draus gemacht. Hier war natürlich auch wieder unser Lukas aus dem Empire federführend, der diesen Beitrag hier erstellt hat, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Ja, beim Rausreißen hat er natürlich alles gefilmt und hat dann gezeigt, was man eigentlich mit dem Teppich alles machen kann, vom Klopapier bis hin zum Teller oder natürlich auch, der Teppich ist auch gleichzeitig der Einbrecherschutz, als Decke verwendbar oder sogar als ergonomische Sitzunterlage zu nutzen. Wie gesagt, aus einem negativen Beispiel was Lustiges kreieren und schon hat man wieder, wie soll ich sagen, eine passende Story oder Content für seinen Instagram-Kanal. Nachfolgend hat es dann auch noch sogar Merch-Artikel gegeben von unserem Teppich-Style, T-Shirts oder auch genauso der Regenschirm sind daraus entstanden. Passend zur kommenden Osterzeit noch ein Beitrag, den wir umgesetzt haben. Wir haben gepostet, am Empire Parkplatz ist ein Osternest versteckt mit vielen Gutscheinen drinnen und hochwertigen Inhalt, und es hat nicht lange gedauert, konnten wir schon sehen, wie sich die ersten Osternestsucher bei uns auf dem Parkplatz am Nachmittag eingefunden haben und die Osterneste bei uns gesucht haben. Also wie gesagt, genau solche Themen kann auch jeder andere oder branchenübergreifend ganz einfach genutzt werden und umgesetzt werden. Ich möchte euch jetzt noch gleich einen Tipp mitgeben für das nächste Osterfest. Wir arbeiten gerade daran. Unser Ziel ist es, dass wir möglichst viele Reichweiten auf unseren Kanälen erzielen. Wir machen jetzt schon bei allen Postings, die wir in den nächsten Wochen machen, verstecken wir kleine Ostereier auf dem Bild. Ihr habt hier einen Ausschnitt rechts, wo man das sieht, weil die Ostereier werden so klein reingezaubert mit unseren Grafikprogrammen, damit man sie auf den ersten Blick nicht so genau erkennt. In der Osterzeit heißt es dann, sucht bei unseren sozialen Netzwerken, auf unseren Plattformen der Lokale, haben wir Ostereier versteckt in den Bildern, in den Texten, in den Hashtags, und derjenige, der uns die richtige Zahl liefert,
gewinnt dann natürlich auch dementsprechend einen Benefit, den wir dann zu dieser Zeit dann auch offiziell bekannt geben. Also wie gesagt, ihr könnt das gerne auch für eure Social-Media-Plattformen nutzen. Ich habe da überhaupt kein Problem damit, dass ihr auch von unseren Ideen für die nächsten Wochen mit partizipieren könnt. Wir spielen da relativ offen. Ich habe jetzt auch noch einen kleinen Tipp für euch bezüglich Content. Es gibt ja mittlerweile schon extrem viele gute Apps, die man jederzeit nutzen kann, um Bildbearbeitungen zu machen, um coole Videoschnitte aufzubereiten. Das ist ja in der heutigen Zeit alles relativ einfach. Eine App möchte ich euch konkret vorstellen, die wir vor kurzem auch kennenlernen durften. Und zwar, es gibt ja einige Storyteller wahrscheinlich unter euch, die gerne auch Handyvideos aufnehmen und Videobotschaften mitteilen. Und man hat ja oft das Problem, man nimmt sich was vor, was man erzählen will, und dann funktioniert das beim ersten Mal vielleicht nicht so. Und man braucht oft 15 oder 20 Takes, bis dass man eben hier vielleicht die passende und gelungene Video-Message aufgenommen hat. Die App BigWoo hilft einem hier ungemein weiter, denn sie ist in der Form so einen im Teleprompter-Stil eigentlich aufgebaut, und ihr könnt euch hier den Text vorher zusammenschreiben, gebt das im Skriptum ein, macht dann das Video und das läuft bei euch am Bildschirm ab. Ich habe ein Video mitgebracht, wie ich euch das gerne zeigen kann. Ich möchte euch hier zeigen, wie einfach man Storytelling mit einer genialen App umsetzen kann, ohne einen Text. Ihr seht, der Text läuft runter und ihr braucht wahrscheinlich meistens nur einen oder zwei Aufnahmen, und ihr habt eine fixfertige Video-Message, die auch professionell wirkt. Gut, ja, sehr, sehr wichtig, bei euch auf den sozialen Netzwerken interagiert mit eurer Community, mit euren Fans, sprecht mit ihnen. Wir nutzen das bei uns sehr, sehr viel in Form von Umfragen, die wir tätigen. Bei Instagram Stories gibt es immer Umfragen, die man hier verwenden kann. Oder wenn wir uns nicht sicher sind, wenn wir Meinungen einholen wollen von unserer Community, ist das auch meistens ein Thema, wo wir gerne Instagram Stories nutzen. Beim linken Beitrag haben wir zum Beispiel über 10.000 Views gehabt auf diesem Beitrag, und 5.000 davon haben sich eben an dieser Umfrage beteiligt. Also ein unfassbarer Wert in puncto Interaktion, was hier eben passiert ist. Auch sehr modern und sehr trendig in der heutigen Zeit, Influencer-Marketing. Ich denke, hat sicher jeder schon mittlerweile gehört, wobei man auch sagen muss, Influencer wirkt ja schon wieder fast ein bisschen abgedroschen, aber ich habe es hier nochmal verwendet, weil man einfach genau gleich weiß, worum es geht. Wir nutzen zum Beispiel auch unsere Gäste als Influencer. Ihr kennt sicher diese Möglichkeit, wenn ihr in eurem Lieblingsrestaurant sitzt und der Kellner serviert euch das bestellte Essen. Wenn die Küchenbrigade das Essen aufbereitet und dann natürlich sehr, sehr coole Optik hat, nimmt man meistens das Handy, macht gleich ein Video, und wir haben uns gedacht, okay, wir fordern damit auch gleich unsere Gäste auf, sie mögen doch bitte das Bild dann gleich auf Instagram hochladen, uns dabei markieren, und einmal pro Woche verlosen wir für diese Beiträge einen 25-Euro-Gutschein. Also die ganze Aktion ist relativ einfach umgesetzt. Wir haben ins Essen nur diese Visitenkarte dazugegeben, und die Gäste nutzen das. Ihr könnt das auf dem linken Bild sehen, wo wir dann markiert wurden. Wir haben das regepostet und nutzen somit die Reichweiten unserer Gäste, um unsere Werbung nach außen hin zu platzieren. Kostet uns in Summe, ich glaube, in der Woche 25 Euro, wenn ich hier nur den Wareneinsatz rechne, ist das eine relativ günstige Werbemöglichkeit, die ich hier nutzen kann. Ja, große Unternehmen oder Big Player nutzen auch große Persönlichkeiten für ihre Werbung. Cristiano Ronaldo zum Beispiel verdient mehr mit Instagram als bei Juventus Turin. Also muss man sich eigentlich vorstellen, dass da geht schon um richtig große Summen. Ihr seht hier rechts, hat er eben für einen Hometrainer eine bezahlte Werbepartnerschaft gemacht. Und
Ihr könnt vielleicht mal im Chat unten reinschreiben, was ihr glaubt, was Cristiano Ronaldo für ein Instagram-Posting mittlerweile verdient. Wäre vielleicht ganz interessant, was ihr ungefähr so schätzt. Vielleicht gebt ihr mal ein bisschen einen Tipp ab. Ja, da sehe ich schon. Richtige. Oh, einer war schon dabei. Einer war schon dabei, der hier sehr, sehr richtig gelegen ist. Ja, gut, perfekt. Ich möchte euch gleich zeigen, Cristiano Ronaldo verdient 900.000 US-Dollar pro Instagram-Post. Und ja, da sind wir noch weit entfernt, das können wir uns nicht leisten. Aber wollte ich euch nur als Beispiel mitgeben. Marketing ist auch sehr, sehr wichtig im Employer Branding. Wie mache ich meine Arbeitgebermarke sexy? Wie kann ich mich nach außen präsentieren? Und es gibt ja so viele Unternehmen, die richtig gute Arbeit leisten und einen fantastischen Arbeitsplatz für ihre Mitarbeiter haben, die auch sicher sehr, sehr gute Entlohnungsmöglichkeiten anbieten. Doch sie sagen, wir finden keine Mitarbeiter. Ganz einfach, ihr müsst eure Dinge, die ihr gut macht in eurem Unternehmen, auch hinsichtlich eurer Mitarbeiter sichtbar machen. Ihr müsst das zeigen, ihr müsst das nach außen transportieren. Nur so könnt ihr eure Arbeitgebermarke aufbauen. Und ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht, wie wir das zum Beispiel machen. Wenn der Lehrling aus der Berufsschule zurückkommt mit dem besten Zeugnis, gibt es ein Bild, das wird dann natürlich auf den Social Medias bekannt gegeben. Wenn unsere Mitarbeiterin die Urlaubspost bekommt, dass sie den Urlaub antritt, dann macht sie eine Story und wir markieren das mit uns, wir reposten das auf unseren Seiten und präsentieren uns hier nach außen. Mit unserem Lusthaus-Team sind wir zum Beispiel nach Mallorca geflogen, natürlich mit im Gepäck ein Videograf. Wir haben das aufgezeichnet, dass wir mit unserer gesamten Mannschaft in Mallorca gewesen sind, dass wir dort Spaß hatten, dass wir im Team eine coole Zeit gehabt hatten und haben natürlich auch dieses Material dann auf unseren Websites und genauso Social-Media-Kanälen mit nach außen transportiert. Die Weihnachtsfeier, sowieso auch immer ein Thema. Wenn 300 Leute bei der Weihnachtsfeier sind, dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie hier die Bilder dann im Netz herumgehen und dass man eigentlich als Marke Nachtleben überall sichtbar ist. Wenn bei uns Mitarbeiter länger im Unternehmen sind, bekommen sie auch Auszeichnungen. 5 Jahre, 10 Jahre oder auch zum Beispiel 15 Jahre. Wir geben Ehrungen her, Wertschätzungen für unsere Mitarbeiter und wir zeigen auch, dass wir das mit unserem Team machen. Sehr wichtig auch, was auch immer sehr hoher Antrieb ist für junge Menschen, dass sie sich weiterbilden können, dass sie Weiterbildungsmöglichkeiten vorfinden. Und so ist auch unser Learn for Life Projekt vor, glaube ich, mittlerweile fast 12 Jahren entstanden. Und Learn for Life haben wir jetzt natürlich auch in der Corona-Zeit genutzt, um zu digitalisieren. Und unsere Mitarbeiter können jede Woche eigentlich kostenlosen Inhalt genießen und für sich persönlich nutzen. Ja, wenn wir einen Skitag machen, ganz klar, gibt es ein Posting, wenn wir mit unserer Mannschaft unterwegs sind, dann veranstalten wir Aktivitäten wie den Action Day und genau solche Spaßmöglichkeiten kommen bei den jungen Leuten gut an, weil sie einfach merken, es ist zwar Arbeit gefordert, aber wir bewegen uns in der Mannschaft, wir sind eine Familie, wir sind ein Team und das macht uns dann eigentlich auch nach außen hin sehr beliebt bei unseren Mitarbeitern. Wenn wir Preise gewinnen, wie zum Beispiel bei der Krone-Wirte-Wahl, dann ist das natürlich auch unbedingt sehr, sehr wichtig, dass solche Erfolge mittransportiert werden. Wenn wir einen neuen Mitarbeiter bei uns im Team mit aufnehmen, wie in dem Fall einen neuen Betriebsleiter in Graz, dann werden diese Aktivitäten sofort natürlich auch in unseren Stories und auf Social Media ausgespielt. Ein guter Freund von mir betreibt ein Hotel im Alpendorf, im Salzburger Land, hat den Preis gewonnen zum besten Arbeitgeber Österreichs in seiner Kategorie Best Place to Work. Na klar ist er natürlich verpflichtet und muss solche Dinge nutzen, dass er diesen Preis ständig bei sich mittransportiert. Und wenn ich ihn frage, wie es ihm bei der Mitarbeitersuche geht, dann ist er immer ganz klar im Vorteil. Er sagt, er findet die besten Mitarbeiter, weil natürlich mit solchen Auszeichnungen kann man eine Marke schon derartig prägen. Und jeder sucht natürlich genau solche Arbeitsplätze, die auch ausgezeichnet sind.
Wenn wir Mitarbeiter suchen, sind wir auch immer sehr, sehr kreativ und auch grenzwertig unterwegs. Vielleicht in der Erlebnisbranche kann man sich das leisten, da muss man immer auch ein bisschen am Grat wandern und polarisieren, damit man auch gesehen wird. Und ja, wir sind da eigentlich immer sehr gut dann unterwegs mit den Bewerbungen. Es melden sich aufgrund dessen dann immer sehr viele Leute bei uns, die eben dann gewisse Stellen annehmen wollen. Wenn der Betriebsleiter eine rechte Hand sucht, dann gibt es ein Bild wie das zum Beispiel. Ist auch sehr witzig gemacht vom Lukas direkt und hat auch für lustigen Inhalt gesorgt. Wir nutzen für unsere Mitarbeitersuche, haben wir natürlich auch überlegt, wo finden wir unsere Mitarbeiter? Genauso, wenn wir uns überlegen, wo ist unser Kunde unterwegs, ist es natürlich auch hier der Fall, dass wir unsere Kampagnen sehr auf soziale Netzwerke mittlerweile aufgebaut haben. Und Instagram oder auch TikTok nutzen wir hier sehr gut, um uns auch sichtbar zu machen. In dem Fall war das eine Mitarbeiterkampagne, wo wir den Job oder den geilsten Nebenjob der Welt präsentiert haben. Der Mitarbeiter merkt, er muss arbeiten, aber er hat richtig Spaß dabei. Wie ihr beim nächsten Beitrag merkt, der Kellner arbeitet, aber er hat auch noch die Möglichkeit, Spaß zu haben, darf an der Bar genauso auch. Ich arbeite gerade. Wenn solche Kampagnen gut funktionieren und diese war extrem erfolgreich, muss man das auch parallel gleich medial ausnutzen. Wir haben bei dieser Kampagne konnten wir 144 Bewerbungen generieren und das haben wir natürlich dann auch gleich ausgeschlachtet, indem wir einen Presseartikel verfasst haben, 144 Bewerber für die neue Empire-Saison. In Zeiten wie diesen ist das natürlich ein unfassbarer Aufhänger. Jeder jammert, dass er keine Leute zum Arbeiten bekommt und bei uns melden sich 144 Bewerber. Das darf man ruhig dann an die große Glocke hängen und da braucht man sich nicht schämen dafür. Und ich bin dann auch dankbar, wenn die Printmedien das auch uns aufnehmen und uns da genauso auch mittransportieren. Ja, ich habe euch ja eingangs erwähnt, im Offline-Marketing sind wir natürlich auch sehr aktiv. Das waren jetzt sehr, sehr viele Beispiele aus dem Online-Marketing-Bereich. Ich möchte euch aber auch nicht unsere anderen Aktivitäten vorenthalten. Für uns ist immer wichtig, dass der Marketing-Mix stimmt. Also wir wollen nicht nur auf den Social Medias zu Hause sein, sondern auch sehr, sehr viele Touchpoints mit unseren Kunden, mit unserer Community haben. Und da gibt es zum Beispiel folgende Ideen. Beim Linzer City Marathon haben wir unseren Freund Arnaldo aus Südtirol eingesetzt, der eben als Europas bestes Mr. Bean-Double bekannt ist. Er ist den Halbmarathon mitgelaufen in seinem Anzug, wie man ihn kennt, als Mr. Bean-Double. Und die letzten 2 Kilometer hat er mit der Rocks-Fahne in der Hand natürlich absolviert. Ihr könnt euch vorstellen, beim Zieleinlauf in Linz stehen ungefähr 10.000 Besucher links und rechts von der Laufstrecke und dass da viele Fotos geschossen werden und er natürlich dementsprechend auffällt, ist, glaube ich, auch relativ klar ersichtlich. Dann auch noch eine coole Geschichte. Einer der besten jungen Musiker Österreichs, ich glaube, er ist heute auch mit dabei unter den Zuschauern. Lieber Alex, hallo von meiner Seite. Mit ihm haben wir in Graz eine Pop-Up-Tour durchgeführt. Er hat ein neues Album rausgebracht und wir haben uns mit unserem Rockslokal hinzugefügt und haben das gemeinsam eben abgewickelt. Ihr seht hier einen kleinen Beitrag, wie das ausgesehen hat. So, wir spielen jetzt in Graz spontan ein paar Pop-Up-Konzerte. Bin schon mega aufgeregt. Let's go. Ich war das erste Mal verliebt, nach ein paar Wochen war alles so. Jetzt geht's gleich los. Vorfreude steigt. Habe Glück, dass es Freunde wie euch geben wird. Also Alex hat hier die Möglichkeit, dass er sein neues Album präsentiert und wir haben auch unsere Marke mittransportiert. Luftballons sind hier auch sehr, sehr beliebt, weil Kinder stehen auf solche Dinge und wenn dann deine Marke hier auch immer wieder präsent ist, dann ist das sicher ein cooler Mehrwert und in dem Fall war es eine Win-Win-Situation für beide. Was wir auch gerne anbieten, sind Backstage-Tours. So quasi der Blick hinter die Kulissen unserer Lokale ist auch immer sehr, sehr hoher Mehrwert für die Teilnehmer, für die Besucher. Denn viele glauben, gerade in einer Diskothek
man sperrt vorne auf, macht ein bisschen Party und nachher ist der Zauber wieder vorbei. Dass da eigentlich relativ viel dahinter steckt, das wissen die meisten gar nicht und die sind dann eigentlich sehr, sehr verblüfft, wenn sie an so einer Backstage-Tour teilnehmen. Und das gibt auch immer wieder einen hohen Mehrwert, auch genauso für uns, weil wir ganz anders in der Öffentlichkeit dann danach wahrgenommen werden und die Leute transportieren das immer sehr, sehr positiv nach außen. Wir setzen auch immer sehr, sehr viele Guerilla-Marketing-Aktionen durch, mittlerweile schon ein Klassiker. Wenn man im Sommer den Empire, Evers oder Lusthausflieger sieht, dann wissen die meisten gleich, so, es dauert nicht mehr lange, es gibt wieder bald ein Opening und ist für mich eine Marketingaktion, die zwar auf der einen Seite im ersten Blick sehr, sehr teuer wirkt. Das Teuerste daran ist aber meistens nur der Banner, der da hinten nachgezogen wird, weil der hat eine Länge von 25 Meter und 5 Meter Höhe. Wir haben eine Kooperation mit einer Flugschule, wo eben die Flugschüler immer wieder Flugstunden nutzen, also brauchen. Und wir können hier das relativ kostengünstig auch dann nutzen, dass wir unsere Werbung in der Form platzieren können bei den Flugstunden bei Ihnen. Ja, wir haben bei uns auch einen Signature Drink. Der Empire Spritzer ist, glaube ich, das eine der beliebtesten Getränke. Es gibt ihn natürlich auch in allen anderen Lokalen, ob es der Rockspritzer ist, der Everspritzer. Und ein Eissalon in der Nähe hat dann gemeint, können wir nicht diesen Empire-Spritzer mal als Eis umsetzen und haben ihm dann so quasi unser Produkt zur Verfügung gestellt. Er hat das bei sich im Eissalon eben in die Auslage gestellt. Von uns gab es eine Story dazu und ich glaube, 1,5 Stunden später war er mit dem Empire-Eis ausverkauft. Er hat uns erzählt, zum Teil sind die Leute 15, 20 Kilometer gefahren, um das Empire Spritzer-Eis zu genießen. Das heißt, in einer Zeit, wo wir eigentlich geschlossen haben, haben wir unsere Marke auch platziert und sichtbar gemacht. Da das Eis so gut angekommen ist, haben wir das auch bei uns gleich in der Promotour mit eingebaut. Wir haben uns platziert in der Nähe vom Badesee und jeder Gast, der nach Hause gefahren ist, ist von uns mit einer Kugel Eis verwöhnt worden. Und ja, auch das Verhüterli, das bei der Eistüte darunter ist, hatte noch den zusätzlichen Nebeneffekt, dass ein Gutschein integriert war, den der Gast dann nachher bei uns direkt im Lokal auch einlösen konnte. Also mit einer relativ einfachen Geschichte haben wir hier einen Wow-Effekt generieren können bei den Leuten, die eben vom Badesee nach Hause gefahren sind. Die Fußballfans unter euch können sich hundertprozentig daran erinnern, an die Flitzerin beim Champions League-Finale 2018, glaube ich, war das. Liverpool gegen Tottenham hat ja für Furore gesorgt. Wir in unserer Abteilung haben uns gedacht, was die kann, das können wir schon lange. Und in den darauffolgenden Wochen haben wir dann die Flitzerin über die regionalen Fußballplätze geschickt. Und das hat dann so ausgesehen. Also die Flitzerin war mit unserer Fahne unterwegs. Den Fußballspielern hat es gefallen. Also es sind dann darauf sehr, sehr viele Tore gleich gefallen. Die Funktionäre hatten vielleicht nicht unbedingt die meiste Freude. Manche waren da etwas zu verbissen, aber grundsätzlich war es eine sehr, sehr coole Aktion. Wir haben für Aufmerksamkeit gesorgt und das war uns einfach wichtig in dem Punkt. Und wir hatten hier wieder uns bemerkbar gemacht und unsere Marke transportiert. Die nächste Guerilla-Aktion steht schon bei uns in den Startlöchern. Wenn es jetzt im Frühjahr dann wieder so weit wird, dass die Leute auch raus dürfen, ja, ist ja jetzt in den Lockdown-Phasen gar nicht so einfach, dass viele Leute unterwegs sind, wollen wir diese Aktion durchführen. Und zwar, wir haben uns eine Schablone vorbereitet und wollen unsere Brandmark überall in den Fußgängerzonen platzieren. Dass wir natürlich hier nicht mit Farbe oder mit Kreide agieren dürfen, ist uns klar. Das ist ja öffentlicher Grund, das dürfen wir nicht. Aber was wir natürlich dürfen, wir dürfen die Straße oder den Gehsteig säubern. Und das führen wir in dieser Form durch. Mit einem Hochdruckreiniger wird so quasi unser Logo in die Straße reingewaschen. Und wir haben das hier im Testlauf uns angesehen. Das Ergebnis ist verblüffend. Und werden wir jetzt dann im Frühjahr in den nächsten Wochen auch durchführen. Also man muss immer ein bisschen querdenken und ein wenig halt schräg sein, dann kommt man auf
solche Ideen. Gut, ein absolutes USP bei uns im Rocks zum Beispiel, unsere Speisekarte ist auch sehr beliebt bei den Leuten. Bei uns gibt es nicht die normale Karte zum Aufklappen, sondern wir haben unsere Gerichte auf eine Original-Vinyl gedruckt, mit der passenden Hülle natürlich dazu. Und die Gäste lieben dieses Tool, und wer noch nie dort war, der hat sicher gleich im ersten Moment einen Wow-Effekt, wenn er die Speisekarte bekommt. Dass natürlich der Koch dann auch dementsprechend Leistung in der Küche abliefern muss, steht sowieso außer Frage. Es nutzt dir die beste Speisekarte oder die originellste Speisekarte nichts, wenn nachher die Leistung im Team nicht stimmen würde. Aber da sind wir auch froh, dass wir super Mitarbeiter haben, die das immer grenzgenial umsetzen. Wenn der Gast dann fertig gegessen hat, hat er natürlich noch Platz für was Süßes. Und da gibt es dann unsere Postkarte. Unsere Desserts sind auf einer Postkarte vermerkt. Wenn der Gast dann die Karte umdreht, hat er die Möglichkeit, dass er hier auch die Karte noch an einen Freund, Freundin, Bekannten oder Familie schickt mit süßen Grüßen aus dem Rocks in Linz. Der gibt die Karte dann eben bei unserem Kellner ab. Wir versenden sie, und wenn der Adressant dann mit dieser Karte zu uns kommt, wird er mit einem gratis Tiramisu belohnt. Zur Weihnachtszeit oder zur Adventszeit verteilen wir an unsere Gäste unsere Adventkalender, auch immer ein nachhaltiger Wow-Effekt für die Gäste, weil sie haben dann 24 Tage, wo sie die süßen Kugeln vernaschen können. Während der Fußballzeit setzen wir in den Lokalen bei uns Flirt-Packages um, wo man die gelbe und rote Karte nutzen kann. Ist auch immer sehr, sehr lustig und witzig für unsere Gäste und kommt ganz gut an. Eines unserer wichtigsten Werbetools ist unser Nachtlesen-Magazin. Absolute Imagebroschüre und völliger Mehrwert. Wir können hier in diesem Magazin, das meistens ungefähr 40 Seiten Umfang hat, unsere Aktivitäten preisgeben, aus den Lokalen berichten. Wir können Mehrwert schaffen, indem wir den Gästen Rezepte reinstellen oder andere Tipps geben. Und gerade wenn man bei Unternehmen vorstellig wird oder wenn dich jemand nicht kennt, dann gibst du ihm dieses Magazin, und es ist ein absoluter Mehrwert, weil wir uns hier sehr, sehr top präsentieren können. Ihr könnt unter dem QR-Code könnt ihr auch das Magazin noch online lesen. Und wenn jemand Interesse hat, ich habe sogar noch ein paar Exemplare, schickt uns einfach die Adresse und wir werden euch das dann natürlich auch per Post zusenden. Eine unserer Spezialitäten sind auch immer unsere VIP-Einladungen. Gerade bei Jahresfeiern oder bei Saison-Highlights schicken wir an unsere VIP-Kartei auch die direkten und persönlichen Einladungen aus. Für mich ist mittlerweile da immer sehr, sehr wichtig, dass es am ersten Blick nicht wie eine stinknormale Werbung wirkt, weil was passiert, wenn du einen Werbepost bekommst? Du machst sie meistens nicht mal aus, hast sie schon in den Papierkorb geschmissen. Und für mich ist wichtig, dass der Kunde oder der Empfänger neugierig wird und sich mit dieser Post beschäftigt. In dem Fall war es ein RSE-Brief, also alle Österreicher kennen solche Briefe. Wenn sie bei uns als RSB-Brief ausgeschickt werden, sind es meistens blau. Wir haben die Farbe geändert, aber grundsätzlich hat unser Grafiker eben hier das Design eben an einen RSB-Brief angepasst. Und ein Beispiel noch dazu: Als wir unser Enzwerk eröffnet haben, hat der VIP-Gast den Einrechtplan oder den Architekturplan bekommen, natürlich auch in einer schönen Verpackung, in einem schönen A4-Kuvert, wo drauf gestanden ist, ihre neuen Unterlagen für ihr Zuhause. Und wir haben das dann auch so gestaltet, dass man das nicht auf den ersten Blick erkennt, dass es sich um eine Werbebroschüre handelt. Die VIP-Gäste haben sich aufgrund vom Einrechtplan oder ihrer VIP-Einladung gleich den Platz bei uns aussuchen können, obwohl sie noch nicht mal im Lokal drinnen gewesen sind. Eine andere Möglichkeit, auch relativ einfach und kostengünstig umzusetzen: Schickt eure Botschaften in Form von einem Putzle aus. Der Gast muss sich die Message oder der Empfänger muss sich den Inhalt zuerst zusammenbauen, damit er weiß, wo er demnächst seine Party verbringen kann.
einfaches Tool und kostengünstiges Tool auch eine Parkuhr. Eine Parkuhr braucht jeder, speziell wenn man im städtischen Bereich unterwegs ist, ist das nie von Nachteil, wenn man so eine im Auto liegen hat. Wir haben auf der Vorderseite unser Branding reingegeben und auf der Rückseite haben wir gleich auch einen Event dazu beworben und öffentlich gemacht. Natürlich teilen wir auch auf den Badeseen einfache Werbemittel aus, Wasserbälle, die man, wenn man sie in China zum Beispiel bestellt, relativ kostengünstig einkaufen kann und jedes Kind oder jede andere Person freut sich immer wieder, wenn er einen Wasserball irgendwo abstauben kann. Dass unser Markenbranding auch schon gleich nach der Geburt losgeht, zeigt dieses Bild. Mitarbeiter oder aus dem engen Bekanntenkreis, wenn sie Nachwuchs bekommen, bekommen sie von uns einen Strampler zugeschickt, wo wir gleich auch mit der Jahreszahl darauf hinweisen, wann das Neugeborene das erste Mal dann nachher beim Empire Opening dabei ist. Das heißt, bei uns werden auch die jungen Sprösslinge schon auf die Marke programmiert, damit sie dann auch gleich wissen, wo sie ihre Jugendzeit verbringen. Bis 2036, was man hier im Bild sieht, ist es allerdings noch ein bisschen weit. Für mich wäre jetzt natürlich das Ziel, dass es auch bei uns in der Gastronomie bald wieder losgeht und wir wieder losstarten dürfen. Und ich habe euch jetzt zum Abschluss noch einen Videoclip mitgebracht, den jeder Gastronom auch gerne kopieren kann oder sich eine Anregung daraus entnehmen kann. Denn wir haben diesen Clip bereits verwendet und also es ist für uns mittlerweile auch kein Geheimnis mehr. Ihr könnt das gerne nutzen. Bitte sehr zum Abschluss noch ein Beispiel für eine Reopening, für einen Reopening-Teaser. Ja, das war's dann jetzt auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein paar Inputs noch mitgeben, ein paar Anregungen für euer Online-Marketing, für Social-Media-Marketing, für generell für eure Ideen. Und wenn ihr das Handout zu meinem Vortrag natürlich auch gerne haben möchtet, überhaupt kein Problem. Scannt euch den QR-Code ab. Wir schicken euch das dann kostenlos zu. Ihr braucht uns nur eure Adresse eingeben und wir werden das dann per PDF zuschicken. Ich würde mich natürlich auch über Feedback freuen, weil wir natürlich uns immer gerne weiter verbessern wollen. Wenn es Anregungen gibt, was wir besser machen können, bitte auch hier reinschreiben. Und ich habe auch noch ein Gewinnspiel inkludiert. Wir würden gerne 5 Social Media Checks eurer Unternehmen machen. Das heißt, ihr braucht euch auch hier nur registrieren, klickt an, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen und wir verlosen 5-mal einen Social-Media-Check von euren Netzwerken. Und ich würde mich freuen, wenn sich hier auch einige anmelden würden.
Ja, dann von meiner Seite kann ich nur mehr sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war spannend und wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank auch nochmal an alle Zuseher und es war mir wirklich eine Ehre, dass ich heute eben über unsere Aktivitäten sprechen habe dürfen und möchte mich auch nochmal bei dir bedanken für deine Moderation. Und was mir auch noch ein Riesenanliegen ist, meine Jungs, die mich hier im Studio begleitet haben von der Regie, der Stefan Falkner, der Justin und auch der Fotograf, der Niki waren da. Vielen herzlichen Dank, dass das so top funktioniert hat. Winkt mal ein bisschen in die Kamera rein. Also wirklich perfekt und danke für dieses Produkt. Ich habe gar nicht gewusst, was man bei uns hier im Studio alles so zaubern kann, aber ihr habt sich da tagelang jetzt schon damit beschäftigt und dass es auch so reibungslos funktioniert hat und keine Störungen gegeben hat. Vielen Dank nochmal. Hallo lieber Stefan, hallo liebe Learn for Life Community. Hallo lieber Stefan, hallo liebe Learn for Life Community. Gerade jetzt hier in Corona-Zeiten, das ist Corona, darf ich bei euch am 31. März den Online-Vortrag Erfolgreich führen in Krisenzeiten halten. Ich werde dir eine Fülle an praxisorientierten Erfolgsimpulsen bringen, damit du gerade Corona jetzt in der Endphase hoffentlich dein erfolgreiches Krisenmanagement zu überragenden Ergebnissen weiterentwickeln kannst. Also, wir sehen uns am 31. März. Mach's gut, schönen Tag dir. Tschüss.